weil Matthias Falk eine erstaunliche Bilanz momentan hinlegt. Vorgestern hat er nach längerer Zeit das erste Mal wieder verloren, bei deutliche 3:0 Erfolge. Sie sind auch in stärkster Besetzung hier. Ein schneller Blick auf die Aufstellung. Wir sehen also Matthias Falk auf 1. Kirill bei Saarbrücken sieht es wie folgt aus. Wir sehen ja schon Patrick Franziska heute auf 2 aufgeboten. Darko Jorgic auf 1 und Shankun auf 3. Gerne Teil und werdet quasi Teil dieser Übertragung. Das geht über Instagram, über Facebook oder auch über E-Mail. Ich versuche da ein kleines Auge drauf zu haben. Jetzt geht's los mit der Partie. Ein 3:1. Das Spiel insgesamt ging aber mit 3:2 an Saarbrücken. Starke verhältnismäßig viele lange und das war die kurze Variante. Franziska und der Fehlaufschlag. Okay, das ist ein Verlauf, der ist wirklich sehr, sehr ungewöhnlich. Jetzt gibt es auch noch weiteren Redebedarf für Patrick Franziska. Spricht nochmal mit dem Schiedsrichter. Perfect point for a perfect shot, please. Wieder zurückzumelden. Und Gerasimenko schaffte da auch das Break gegen Daniel Habeson. Matthias Falk war dann ganz knapp unterlegen gegen Ionescu. Am Ende gab es dann da das 2:3. Die internationale Bilanz zwischen Franziska und Falk. Also ich sehe jetzt 2 Vergleiche im Jahr 2010. Die gewinnt beide. Der auch, da muss er jetzt irgendwie versuchen, vom Kopf her erstmal mit zurechtzukommen. Im Netz. Und auch der war natürlich... Ungewöhnlicher. Falk kommt hier nochmal ran, hat hier und Matthias und das ist der Satz, der an den Bremer geht. Falk entschuldigt sich, da war wohl wieder ein bisschen
Netz mit vom 6.12., das ist ja nun auch noch nicht lange her. Da gewinnen die Jungs aus Saarbrücken im Doppel 3-2. Ist auch die Frage, wer sich da durchsetzt. Und häufig Richter. Gut gemacht. Matthias Falk muss ich hier ziemlich lang machen. Beide ja sehr große Spieler. Kann ich gleich gerne nochmal nachgucken, wie groß genau. Um dann diagonal mit der Vorhand zu spielen. Weil er ja auch weiß, dass er dann gut übernehmen kann. So wie das jetzt. Das meine ich. Da hat Falk am Ende wirklich gut mit der Rückhand. Andersrum, weil Franziska da den langen Ball gespielt hatte. Und dann ist aber... Vielleicht hat man auch mal darüber nachgedacht, dass Matthias Falk nicht auf 1 aufgestellt werden könnte. Wobei das wirklich sehr, sehr selten passiert. Parallel nicht hinkriegen würde. Aber ich glaube, das sind halt für eine Sache, kann rumgehen zum Vorhandschuss, kann auch die Rückhand aus der Mitte spielen. Hier haben wir wieder einen Vorhandschuss. Spielen kann mit der Vorhand. Und es bleibt auch dort beim Kurz-Kurz immer in Erwartung eines langen Schupfballs. Da haben wir das steht und er genügend Zeit hat. Ein Ball, den Und so ist es auch, Patrick Franziska holt sich die... Und so ist es gegen Schwalbeberg-Neustadt. Da gucken wir sicherlich ab und zu auch mal rein, wie es da so in den einzelnen Partien steht. Geht. Geld sein. Also, es ist jetzt für keinen der beiden ein absoluter Pflichtsieg.
Der Gegner spielt aus dem Vorhandbereich nach wie vor recht viel diagonal. Auch das ist ein Zeichen dafür, dass der Ballwechsel... Hat es jetzt Spelle. Und den ersten nutzt er direkt. Und er freut sich auch.